Herzlich willkommen hier oben im Raum für Literatur, wo Daniela Winder und ich heute Abend am 15. April eigentlich würden Ihnen unsere Lieblingsbücher kurz vorstellen. Weil das halt im Moment leider nicht möglich ist, machen wir es halt auf dem Weg. Anfangen tue ich gerade mit einem von meinen Lieblingsbüchern und nachher wird Ihnen Daniela ihren ersten Tipp von drei, den sie extra für Sie, für das St. Galler Publikum, ausgewählt hat, ganz kurz auch vorstellen. Viel Spass! Ein Buch, das ich fast in einem Schnurz durchlesen musste, weil es so gut ist, ist mein nächster Tipp, das Buch von Sophia Lundberg, «Ein halbes Herz». Elin kommt eigentlich ursprünglich aus Schweden, ist Mitte 40, lebt zusammen mit ihrer Familie schon seit mehreren Jahren in New York und hat eine beachtliche Karriere als Fotografin gemacht. Nach außen hin, also die perfekte Familie, doch hinter dieser heilen Fassade hütet Elin ein tragisches Geheimnis aus ihrer Kindheit. Wo sie eines Tages völlig überraschend einen Brief aus ihrer alten Heimat, aus Gotland, bekommt, bricht alles Vergangene, was sie jetzt seit all diesen Jahren hat können, so erfolgreich hat können verdrängen konnte, kommt wieder zum Vorschein und sie weiss, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich meiner Vergangenheit muss stellen muss. Und so reist sie jetzt zurück nach Schweden in ihr Dorf, wo sie aufgewachsen ist, wo sie alles andere als eine einfache Kindheit hatte und wo eben so etwas Schlimmes passiert ist, dass sie hat flüchten musste. Oder wo sie gemeint hat, sie müsse flüchten. Was genau passiert ist, das verrate ich Ihnen natürlich jetzt nicht. Aber ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spass bei diesem wunderbaren Buch. Geht's miteinander! Ich darf ja leider nicht bei Ihnen in St. Gallen sein, darum schicke ich Ihnen meine drei Buchtipp aus unserer Buchhandlung aus Winterthur. Schicken. Vor meinem inneren Auge sehe ich aber ganz viele Gesichter vor mir, von dem Publikum, das seit Jahren treu zu uns kommt. Und vor allem natürlich grüße ich die erste treue Reihe. Ich möchte drei Bücher Ihnen vorstellen. Das erste davon heisst «Revolverküche», ist geschrieben von Peter Hosli. Der Untertitel «Mordfall Stadelmann» erwartet Sie jetzt aber bitte kein Krimi. Es geht in dieser Geschichte zwar um einen Mordfall, der sich 1957 im Aargauischen abgespielt hat. Der Peter Stadelmann, Vertreter, wird umgebracht wegen ein paar wenigen Tausend Franken. Täterin und Täter ist ein junges Liebespaar, das das Gefühl hatte, dass sie mit dem Geld frisch anfangen können. Es kommt dann aber alles ganz anders. Das Buch handelt eigentlich weniger um den Fall an sich, sondern es ist eine Milieugeschichte, es ist eine Studie über die Schweizer Geschichte in den 50er Jahren. Und es geht ganz viel um die Menschen. Der Peter Hosli hat das wunderbar geschrieben. Er hat auch die Möglichkeit gehabt, mit Zeitzeugen noch zu reden. Es ist ein Buch, das unter die Haut geht und das zeigt, wie schnell dass man zum Mörder wird, auch wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt so geplant hat.